diesem Video geht es nochmal ganz genau, was macht OPC überhaupt im lebendigen Organismus? Denn dafür gibt es anscheinend viel zu wenig Untersuchungen. Die Mühe habe ich mir gemacht, diesmal alles aufzulösen. In diesem Video geht es genau genommen um die Proanthocyanidine. Das ist die verschiedenen Quellen gewonnen werden können, zum Beispiel aus Pinienrinden, Traubenkernen und Weißdornblättern. Diese haben übrigens alle verschiedene Zusammensetzungen und das ist ein komplizierteres Thema, als man eigentlich denken würde. Dazu werde ich euch aber irgendwann bald nochmal aufklären. Das sind sekundäre Pflanzenstoffe, jene gehören zu den Polyphenolen, genauer zu den Flavonen. Diese Stoffe, die schützen die Pflanze vor Umwelteinflüssen, aber zeigen erstaunliche Wirkungen beim Menschen und beim Säuger. Wir Menschen sind übrigens auch Säuger. Wir sind immer mehr Strahlung ausgesetzt. Mittlerweile wird es immer mehr und auch 5G steht vor der Tür. Jetzt nur kurz nochmal mit dir zu besprechen, wenn du jetzt einfach die Tür aufmachst. Und genau das wurde getestet. Strahlung versus OPC. Nein, das war Oli P. Durch Strahlung können Radikale entstehen, die zum Beispiel auch verschiedene Moleküle dann dementsprechend Hydroxylradikale entstehen lassen. Wasser ist ebenfalls auch nicht ausgeschlossen. Dies können dann wieder eine DNA-Schädigung hervorrufen und DNA-Schädigungen können dann dementsprechend wieder zu Stress und zu Krebs führen. Hier wurde als Strahlungsgut ein Element genommen, welches durch Zerfall dementsprechend Strahlung emittiert, das heißt absondert und jenes auf Immunzellen bzw. genauer die B-Lymphozyten losgelassen wurde. Es wurden 3 Versuche gemacht. Zum ersten, ob OPC einen negativen Effekt haben kann bzw. einen rückläufigen Effekt irgendwann aufweisen kann. Denn die Dosis macht ja immer das Gift. Und hier sehen wir auch bei sehr, sehr hohen Konzentrationen von 80 Mikrogramm pro Milliliter tritt ein entgegengesetzter Effekt aus, es wird nicht mehr besser, sondern es wird irgendwann schlechter. Daher sollten die Verzehrempfehlungen nicht völlig missachtet werden und man es sich kiloweise hineinschaufeln. Wobei die Zellen natürlich hier behandelt worden sind erstmal, um das festzustellen. Und das ist natürlich so gut wie oral nicht zu erreichen. Das sollte jedem klar sein. Ja? Aber trotzdem. In B wurden die Zellen dann mit Gammastrahlung beschossen und hier sehen wir, je mehr OPC, desto mehr proportional haben die Immunzellen auch überlebt. In C wurde dann der Vergleich gemacht, bei der 10-fachen Strahlung haben doppelt so viele Zellen überlebt, die mit OPC behandelt worden sind, wie ohne. Was passiert nach 24 Stunden? Auch das wollte man wissen und hier sieht man sogar einen mehr als doppelt so guten Effekt. Sehen wir uns das Ganze aber nur mal bei Säugetieren an. Deshalb habe ich ja eingeschaltet. So sieht man, dass die Schwanzlänge auch bei Mäusen deutlich abnahm und dementsprechend in der OPC-Gruppe dies deutlich vermindert dargestellt war. Wie oben schon vermutet, zerstört Strahlung unter anderem DNA. So konnte auch der DNA-Strangbruch um mehr als die Hälfte gesenkt werden in den Tieren, die dementsprechend das OPC bekamen. Strahlung kann unter Umständen zu Tode führen. Hier sehen wir deutlich, indem die Tiere mehr OPC bekommen gegeben wurden, desto mehr haben dann dementsprechend überlebt, bis zu mehr Faktor 4 mehr überlebt, bzw. länger überlebt durch OPC-Gabe. Auch, dass der oxidative Stress, der MDA, das ist der Hauptmarker für oxidativen Stress, das muss ich mittlerweile einbrennen bei euch im Körper. Das Malondialdehyd, ein Marker für oxidierte Fettsäure, so genau. Und dementsprechend um die Hälfte gesunken ist dieser Marker in der OPC-Gruppe. Anschließend kann man sagen, dass Traubenkernextrakt eine deutliche Wirkung im Reagenzglas wie auch im lebenden Organismus zeigt. In einer unabhängigen Studie, die nicht von Herstellern bezahlt wurde, vom letzten Jahr, wurden Menschen in einer Doppelblindstudie getestet, nach 8 Wochen 150 Milligramm dementsprechend pro Tag gegeben. Das Interessante ist, dass die Ergebnisse sich aus den vorherigen Studien decken, dass die MDA-Konzentration, das heißt der Marker für oxidativen Stress, haben wir oben schon gelernt, wie auch im Menschen, wie auch im Säuger dementsprechend gesunken ist. Auch die Blutfettwerte haben sich merklich verbessert nach 8 Wochen. Cholesterin ist gesunken, HDL ist gestiegen, LDL ist gesunken, Triglyceride sind gesunken. Damit ist das HDL- und LDL-Verhältnis deutlich besser geworden als zur Kontrollgruppe, wo es sogar noch schlechter geworden ist. Doch bringen diese besseren Blutwerte auch etwas? Was passiert mit dem Blutdruck denn dadurch? Das wurde in dieser Studie untersucht, indem Docasalz gegeben worden ist, was deutlich den Blutdruck erhöht.
Ärzte verschreiben dann dementsprechend Amplaplodin, ja, und das ist ein Blutdrucksenker, der die Calciumkanäle blockiert, sich damit die Relaktion injiziert und damit als Nebenwirkung unter anderem man auch Wassereinlagerungen hat, und das ist nicht nur die einzige Nebeneffekt. Und schauen wir uns das Ganze mal an, dass OPC in höchster Dosierung hier mit dem Arzneistoff sehr, sehr nahe kommt, so der Naturstoff. Schaut man sich aber andere Parameter an, so sieht man, dass die Herzgröße sogar kleiner war in der OPC-Gruppe als in der Arzneistoffgruppe und damit das Herz sogar besser entlastet worden ist durch das OPC in der höchsten Konzentration. Schauen wir uns mal die Aorta an. Die Hauptschlagader wurde genauso reduziert wie der Arzneistoff im lebenden Organismus durch das OPC. In Zahlen hatte das OPC sogar die Nase vorn, sehen wir hier. Nun sprechen wir von 350 Milligramm pro Kilogramm, das heißt 30 Gramm bei mir wären das circa. Natürlich sind das Mengen, die soweit nicht so leicht zu bewältigen sind, ja, um den Arzneistoff zu schlagen. Nun gibt es aber erhebliche Gehaltsunterschiede in diesem Naturstoff, ja, je nachdem, wie viel von jedem einzelnen Wirkstoff nochmal enthalten ist. Es gibt sehr, sehr potente dementsprechend Oligomere pro Anthocyanidide und Monomere pro Anthocyanidide, das werde ich euch später nochmal aufklären. Von daher an kann man nicht sagen, welches Pulver hier gerade verwendet worden ist. Und es gibt auch immer noch die Möglichkeit, es liposomal aufzuarbeiten. Dazu seht ihr sehr gerne mein Video an zu OPC, das kann ich euch sehr gerne oben mal verlinken. Kleine Eigenwerbung für vitasomal.de. Auch gibt es Hinweise, dass OPC eine Wirkung auf die Leber hat, und zum Beispiel C-Arallenon ist ein Pilzgift, das oft auf Getreide vorkommt und leider Gottes auch sehr, sehr oft auf Bio natürlich, weil dort eben nicht gespritzt wird und sich dort bestimmte Sachen besser ausbreiten können. Das ist nun mal die Schattenseite. Das Gift erhöht die Leberwerte AST und ALT deutlich. Bei der Gabe von OPC 100 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht erreichen wir wieder ein Sinken dieser Leberwerte. Auch hier ist die Leber übrigens, die MDA-Konzentration, dementsprechend die oxidative Stressmarker, gesunken. Es gibt, glaube ich, keine lebende oder Reagenzstudie, wo OPC dies einfach nicht getan hat bei dir im Körper. Und des Weiteren wurden die körpereigenen Antioxidantien stimuliert, die Superoxid-Dismutase, die unfassbar wichtig ist bei der Radikalpufferung, gerade in der Atmungskette, wenn du Glucose verstoffwechselst oder auch viel Sport machst. Zusammenfassend kann man sagen, es schützt vor Strahlung und wirkt unter anderem auf die DNA positiv aus, sich ebenfalls positiv aufwirkend auf die Blutfettwerte und auf den Blutdruck und auf das kardiovaskuläre Risiko natürlich, das damit einhergeht, wirkt in dementsprechend hohen Dosen vergleichbar mit dem Arzneistoff Amplodin, der künstlich den Blutdruck senkt und viele Nebenwirkungen aufzeigte. Entlastet die Leber, da die Werte nach einer Toxizität wieder gesunken sind durch das OPC. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen, würde mich sehr freuen über einen Daumen nach oben von dir. Ich würde mich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst und dabei auf die Glocke drückst, denn nur 10% der Leute haben wirklich die Glocke aktiviert. So kriegen sie immer Informationen, wann ein neues Video erscheint und ihr eure Gesundheit eventuell wieder verbessern könnt. Ich würde mich ebenfalls sehr freuen, wenn ihr auf vitasomal.de vorbeischaut, meine liposomalen Supplements mit deutlich höherer Bioverfügbarkeit. Wir haben auch Tees und Kräuter. Ich würde mich sehr freuen, euch da zu sehen und den Kanal damit zu unterstützen, damit er weiter bestehen kann. Bis zum nächsten Mal und wir sehen uns auf vitasomal.de. Rohvegan am Limit sagt ciao.